Moin und willkommen zu einer neuen Folge Arno. Ja, jetzt auch mit Gequatsche. Ich habe endlich mein Mikro gekriegt und mein PC ist aus der Reparatur wieder da. Und daher könnt ihr jetzt auch meine wundervolle Rabenstimme hören. Das ist wirklich meine Originalstimme. Nein, ich habe da nichts dran verändert. Ich höre mich immer so kratzig an. Also, wenn ihr Lust auf meine Stimme habt und auch Lust auf ein paar wenige Spiele, die ich hochlade, beziehungsweise ich bin am Überlegen, nicht noch mehr Spiele hochzuladen. Das kommt aber auch ein bisschen auf mein Zeitmanagement an, weil ich nicht allzu viel Freizeit habe, um aufzunehmen. Und ich habe auch Familie und Kinder. Von daher, ich glaube, mehr als jetzt werde ich gar nicht schaffen. Wahrscheinlich eher noch ein Projekt wieder streichen. Ich muss mal schauen, wie das klappt. Ansonsten werde ich in die Vorproduktion gehen und immer denn, wenn ich kann und Lust habe, vorproduzieren. Ihr könnt mir ja trotzdem in die Kommentare schreiben. Ich lese mir das trotzdem durch, wenn ihr was reingeschrieben habt. Und ich werde auch gerne zurückschreiben, wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder Vorschläge, wie man was anders machen kann. Dann werde ich das garantiert berücksichtigen. Ich werde denn auch sagen, wann und wo und wie. Mein Sohn tippt mich immer noch an. Also diese drei Aufnahmen, die sind alle mit meinem Sohn, weil der gerade nicht schläft. Das meinte ich mit Zeitmanagement. Ich bin sofort wieder da. Nee. Aber wir wollten ja Arno spielen, ne? Und ihr wollt ja auch wissen, wie es weitergeht. Von daher machen wir auf Spiel fortsetzen. Der Ladebildschirm ist nicht allzu lange. Ich glaube, 1 oder 2 Minuten. Die letzten Folgen waren ja auch alle ziemlich lang. Heute alles mit Gequatsche. Von daher, ich werde gucken, wie lang ich jetzt aufnehme. Ich habe für mich auch festgestellt, wenn ich mega weit rauszoome in den Videos, man erkennt nichts. Von daher werde ich zum größten Teil versuchen, so dicht wie möglich, damit ihr auch wirklich was sehen könnt, weil ich mag das auch nicht, wenn man da nichts sieht, dann dreht der Video wieder weg und, ne? Aber wir haben hier gleich eine Warnung. Unser Schiff wird angegriffen. Das stimmt doch gar nicht. Wir haben doch nur die paar. So, dann haben wir noch irgendwelche Aufgaben zu erledigen. Finden Sie einen potenziellen Ehemann? Das haben wir beim letzten Mal. Oder habe ich beim letzten Mal schon probiert und ich finde den hier nicht. Wenn ihr wisst, wo der sich versteckt hält, dann bitte in die Kommentare. Aber manchmal findet auch ein blindes Huhn ein Korn und trinkt auch mal ein Korn und dann sieht man das. Vielleicht sollte ich den Wald abholzen lassen. Gut. Aufgabe erfüllt. Mein Sohn tippt mich schon wieder auf die Schulter, von daher bin ich gleich da. Ich wünsche euch was. Mein Sohn sagte gerade, ich habe 15 Schiffe. Ich glaube, er hat nachgezählt. Nicht allzu schlecht, oder? Mein Sohn sagte mir gerade, ja, er hat nachgezählt, es sind 15. Er kommt nach den Sommerferien in die Schule und zählt schon rauf und runter wie ein Weltmeister. Also alles, was er in die Finger kriegt, zählt er. Da kann man ihm nichts mehr vormachen. Er rechnet auch die einfachen Aufgaben, kriegt er alle schon hin. Ich hoffe, er hat nicht allzu viele Probleme in der Schule, so wie ich damals. Da habe ich mich auch mehr oder weniger durchgemogelt, beziehungsweise musste viel büffeln. Mein Sohn tippt schon wieder. Wenn du das jetzt noch einmal in der Aufnahme machst, geht er ins Bett. Letztes Mal. Er sagte gerade 16. Zählen wir selber mal. Zählen wir zusammen mit meinem Sohn, ne? Laut. Eins. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf,
13, 14, 15, 16. Wir haben sogar 16 Stück. Hat er super gemacht. Wenn ihr das genauso super fandet, lasst doch bitte ein Like da. Dann freut er sich, wenn ich ihm das sagen kann. Wir wollen aber die Mission annehmen. Wenn die gute Dame mit uns spricht, was sie leider nicht macht, warum nicht? Mag die uns nicht mehr? Baumodus. Ja, wieso kann ich jetzt nicht mehr in den Baumodus wechseln? Das Spiel ist kaputt. Jetzt will die gute Dame mit uns sprechen. Das finde ich super. Ich halte mal den Sabbel. Wir nehmen einfach den Auftrag an, ne? Weil mein Sohn hat gerade einen Kopfhörer auf und ich habe absolut keinen Ton. Wir nehmen den aber an. Ich fände das passend. So, da ich lange nicht mehr gespielt habe, muss ich selber sehen, wo ich bin, was ich gemacht habe. Was ich noch nicht gemacht habe, wir haben angefangen mit den Ingenieuren. Ich könnte jetzt wetten, wenn ich mich vorbereitet hätte, hätte ich natürlich auch das letzte Video von mir selber gesehen. Den Auftrag nehmen wir selbstredend auch an. Das heißt, wir sind schon in einer neuen Welt. Hier läuft alles wie geschmiert. Wir gucken ins Lager. Wir haben ausreichend Fisch. Wir haben Schnaps. Wir haben Klamotten. Wir haben Wurst. Brot. Seife. Ganz wichtig. Nur saubere Ferkel sind auf meiner Insel erlaubt. Wir haben Dosenfutter. Wir haben Bier. Bier ist immer gut. Obwohl ich selber nicht viel trinke. Also wenn ich hier einen Kasten Bier stehen hätte, dann hätte ich den vielleicht in 2 Jahren mal leer. Und daher habe ich es aufgegeben. Ich kaufe mir ab und zu mal eins, wenn ich da gerade Lust zu habe. Aber die Bierproduktion wird durch mich nicht mehr reich. Wir haben sogar Pelzmäntel. Das finde ich sagenhaft. Wir haben neue Expeditionen. Oder der möchte mir sagen, ja, wir haben hier noch 3 am Laufen. Expedition kehrt zurück. Das freut mich tierisch. Was haben wir denn? Expedition kehrt zurück. Das freut mich natürlich auch. Die sind noch da. Aber die haben leider... Haben sie... Normalerweise, wenn man die ja... Ich glaube, waren die beiden auf Piratenmission? Ich glaube ja, ne? Schnaps haben sie noch ein bisschen. Schicken wir die gleich auf die nächste Expedition? Nee, wir haben... Haben wir keine mehr? Können wir keinen? Nee, ich glaube, da können keine Expedition mehr starten. Egal, dann parken wir das Schiff in unsere Schiffsbucht. Lassen Kartoffeln und Schnaps drauf. Warum denn auch nicht? Ja, auch hier ist Stahl. Das haben wir ja von der anderen Insel geholt, ne? Das können wir mal auch auf unsere Hauptinsel bringen. Brot ist wichtig, Fisch ist wichtig, Seife, damit sie sich waschen können. Dann können wir sie wieder losschicken. Dann können wir die auch mal zur anderen Insel fahren lassen und mal gucken, was wir noch rüberholen können. Ich habe gerne so eine Hauptinsel und dann 2 Nebeninseln, die ich so nebenbei mit bewirtschafte. Das heißt nicht, dass es den Bewohnern auf den anderen Inseln schlechter geht, aber ich bringe erstmal immer eine Insel nach oben, bevor ich denn anfange, die anderen Inseln auch auf Ingenieure hochzuarbeiten. Und das kostet natürlich auch alles ein bisschen Spielzeit. Von daher, wir gucken aber mal, wir sind mal einfach so frech. Und gucken mal bei den Ingenieuren. Hier sind nämlich wunderschöne Villen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Auch mal näher rangehen. Wunderschöne Dächer mit Stehfalz, alles schön eingefasst. Ich muss dazu sagen, ich bin Dachdecker. Und so ein Stehfalzdach, manchmal hat es was, gibt aber auch Stehfalzdächer, die sehen total pottenhässlich aus. Da fragt man sich, warum. Das
Wir klicken drauf. Die haben Pelze. Die wollen als nächstes Brillen. Das heißt, wir müssen aus der neuen Welt, wenn ich mich nicht recht entsinne, Perlen exportieren. In die alte Welt. Aber wir machen hier jetzt eben schnell die beiden Missionen. Mal gucken, wie lange das dauert. Nähern Sie sich der Flotte, um mit dem Gleitschutz zu beginnen. Ja, jetzt haben wir natürlich ein paar Schiffe, hat mein Sohn schon gesagt. Er hat sie ja netterweise gezählt. Dann werden wir zwei Schiffe abkommandieren, die hierhin segeln. Ja, nehmen wir eine Fregatte und ein Linienschiff, die hier mal hinschippern sollen. Jetzt sehe ich auf meiner Insel noch einen Bürgerauftrag. Sie helfen uns, oder Boss? Ja, aber nur weil du das bist. Bringen Sie den Motor wieder ans Laufen. Wir haben einen für die Handelskammer. Wenn ich jetzt auf Anhieb wüsste, wo ich die Handelskammer hingesetzt habe, dann würde ich den sofort einsetzen. Da ich gerade aber auch noch ein bisschen planlos durchs Spiel laufe, bin ich ganz ehrlich, weiß ich es gerade nicht. Hier haben wir sie nicht hingebaut. Ich zoome mal raus. Ihr seht jetzt wahrscheinlich wieder nicht mehr so viel. Habe ich auf dieser Insel eine Handelskammer? Das ist ein Rathaus. Das ist eine Uni. Das war die Schule, Polizei. Und hier haben wir... Nee, haben wir noch nicht auf dieser Insel. Bauen wir die schöne Kammer so, dass wir die... Ja, wir haben die so ein bisschen blöde gesetzt, ne? Das irgendwie... Das auf jeden Fall eine Produktionsstraße... damit gut was anfangen kann. Ich will jetzt aber auch nichts umbauen. Hier wird, glaube ich, Bier produziert. Dann bauen wir die hier hin. Dann zoomen wir auch gleich mal näher ran. Und setzen den guten Herrn ein. Glasmacher. Naja, hätten wir auf die andere Insel auch verfrachten können. Aber sei es drum. Schleichen Sie sich an den Patrouillen vorbei. Ja, gute Frau, schicke ich zwei Fregatten los und schau mal, was passiert. Da nähert sich schon ein wunderbares Schiff von uns. Ja, wir möchten mit dem Begleitschutz beginnen. Auch wenn das andere Schiff noch nicht da ist, aber wir sehen es ja, es ist auf Kurs. So... Wir gehen in die neue Welt. Ja, wir haben angefangen. Wir haben genug Holz. Dann bauen wir die restlichen Häuser noch aus. Klick, klick. Ich weiß nicht, ob man meine Maus im Video hört. Wenn ja, tut es mir leid. Wenn nicht, freue ich mich. Willi will's wissen. Wer die Sendung kennt, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Ich fand die als Kind wissenswert. Genauso wie die Sendung mit der Maus. Obwohl die Sendung mit der Maus, die war Kult. Die hat man einfach geguckt, egal was da drin vorkam. Aber wir den Auftrag... Ich habe noch nie so schnell den Auftrag beendet. Aber ist egal. Ich freue mich, ich habe Geld gekriegt. Obwohl unser Kontostand hier besser aussieht. Als im Industriemanager. So, hier produzieren wir schon super Baumwolle. Mein Sohn tippt mir schon wieder auf die Schulter. Wer mitgezählt hat, sagt jetzt, nee, jetzt nicht.
So, wir wollten hier was ganz Bestimmtes auf der Insel anbauen. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber es war für die netten Bewohner hier. Wir brauchen nämlich Tortillas. Esse ich manchmal auch gerne. Eine neue Expedition. Ja, tut mir leid, wenn wir jetzt wieder in einer anderen Welt sind, nehme ich die jetzt gerne an. Jetzt gerade nicht. Was brauche ich für die Tortillas? Wir schauen nach. Einmal eine Rinderfarm. Und Mais. Gut, deswegen haben wir wohl die andere Insel. Da haben wir Mais. So. Also ich weiß jetzt schon, dass ich bei den nächsten Aufnahmen, also entweder müsst ihr drunter leiden oder mein Sohn, dass ich den nicht dabei habe. Weil irgendwann habe ich so einen Buckel auf der Schulter von seiner Tipperei, dass ich da irgendwann nicht mehr will. Entschuldigung. So, ich bin wieder da. Er fragte gerade, wie ich in die neue Welt komme. Kurz zur Erklärung, da ihr ja beim letzten Mal mein Gesappel nicht hattet. Also, man startet ja das Spiel und hat eine ganz kleine Insel, die man sich aufbauen muss. Irgendwann ist man so groß, dass man Schiffe bauen kann. Wenn man ein Schiff hat, was groß genug ist. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich warte normalerweise immer erst, bis ich ein Linienschiff habe. Egal auf welcher Schwierigkeitsstufe. Weil das ist das Größte. Da ich bin der Meinung, da hat man am wenigsten Probleme, die Expedition erfolgreich abzuschließen. Denn startet man die Expedition in die neue Welt. Wenn die Expedition, die dauert 24, 30 Tage auf hoher See, das ist circa eine halbe Stunde Spielzeit. Abgeschlossen hat. Denn erscheint das Schiff in der neuen Welt. Und hier kann man sich eine noch nicht besetzte Insel aussuchen, die man besetzen möchte. Da bekommt man von einer wertgeschätzten Dame El Puerto. Ich habe es wahrscheinlich wieder nicht richtig ausgesprochen, es tut mir leid. Isabel nennen wir sie ganz einfach, das ist wunderschön. Bekommt man ein Schiff mit Gütern drauf? Da ist Holz drauf, wenn ich mich nicht irre, ist da Stein drauf und Stahl. Damit kann man sich wieder einen Hafen errichten hier in dieser neuen Welt. Und kann damit seine Insel bauen. So, wir wollten aber Tacos herstellen. So, wir brauchen eine Maisplantage. Das heißt, wir brauchen. Wo bauen wir die hin? Ich bin beinahe dafür, wir bauen die hier hin. So, zwei Stück, zwei Stück. Nicht kleckern. Klotzen. Wer es hat, der hat. So. Ich gehe mal näher ran, dann seht ihr auch was. Ne? Ist ja doof. Vorhin habe ich es noch gesagt, jetzt mache ich es endlich. So. Die wollen natürlich auch genug Fläche zum Anbauen haben. Das sieht man immer hier, wie viele Feldflächen die haben möchten. 168. Der andere schimpft schon, ja, er hat keine Felder. Ist okay, guter Mann. Ich gebe dir ein bisschen Arbeit. Das soll nicht daran scheitern. So, hier noch und da noch und hier noch und da noch. Und da kriegst du auch noch. So, da muss aber weit laufen, bis du da hinten bist. Aber ich habe gehört, du bist ein guter Mann und du schaffst das.
So, jetzt brauchen wir noch Rinderfarmen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Produktionsverhältnis ist. Rinderfarmen braucht eine Minute. Maisplantage braucht auch eine Minute. Das heißt, wir haben zwei Maisplantagen. Dann brauchen wir, ding, 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 zwei Rinderfarmen für Tacos. Jetzt wird mir gerade, ich suche gerade, ob wir Arbeiter brauchen oder schon die nächste Stufe. Egal, wir bauen es. Wie lange braucht denn die Taco? 30 Sekunden. Supidubi. Haben wir alles richtig gemacht. Wieso schimpfst du? Ach ja, weil du keine Felder hast, ne? Ja, dann engen wir den Holzfäller ein bisschen ein. Guck mal. So kannst du das machen. So kannst du das machen. So kannst du das machen. So und so. Guck mal, dann kannst du jetzt deine Tiere wunderbar befreit aufleben lassen. Da bauen wir noch mal welche hin. Da bauen wir welche hin. Taco-Fabrik, die hat keine Arbeiter. Ich wusste es. Wir brauchen eine höhere Stufe von Arbeitern. Das heißt, wie? Ja, ich weiß gar nicht, haben die alles? Natürlich nicht, die haben noch nicht mal mehr eine Bananenplantage. Ja, gut, dann fangen wir hier auch von vorne an und machen hier Fischöl kann ich aber nicht, oder? Doch, kann ich doch. Fischöl. 30 Sekunden braucht das. Das braucht auch 30. So, wir wollen Fischöl haben von dir. Zack. Das war das eine. Da bauen wir natürlich auch gleich wieder einen Weg hin. Nicht, dass der schimpft. Ich kann das nicht abholen. Da sind die Leute ja immer sehr erfolgreich mit. Denn Bananas in Pyjamas sind lustig anzusehen. So, der möchte auch wieder Felder haben. Wo er seine wunderschönen Bananen. Ich weiß gar nicht, esst ihr Bananen? Also ich ja. Meine Frau mag sie gar nicht. Sie kauft aber für mich und meine Kinder immer Bananen, obwohl sie die gar nicht isst. Ich glaube, sie mag das Matschige daran nicht. Aber ich esse die gern. Ich mag die auch, wenn die schon so ein bisschen braun sind. Dann sind sie richtig süß. Kein Lagerhaus in Reichweite, das kann ja gar nicht sein. Hast du auch richtig geguckt? Mach die Kika auf. Weißt du was, guter Mann? Weil du mich so freundlich drum gebeten hast, baue ich dir sogar ein Lagerhaus dahin. So, und dann brauchen wir noch eine Küche. So, zack. Das wird produziert, das wird produziert. Jetzt brauchen wir noch ein paar Häuser. Ja, da auch noch welche hin. Haben ein schönes Waldgebiet. Mal gucken, ob ein Tiger oder so rauskommt. Die leben ja im Dschungel. Wenn ich das jetzt noch richtig weiß. Wir haben die nächste Stufe erreicht. Kleinstadt. Wir sind eine Kleinstadt. Ich hätte jetzt gesagt, wir sind ein kleines Dorf. Oder ein großes Dorf. Aber nee, das Spiel sagt, wir sind eine Kleinstadt, dann sind wir auch eine Kleinstadt. So, wir Feuerwehr. Ich hasse das, wenn meine Stadt gleich abfackelt, obwohl ich die noch gar nicht ganz fertig gebaut habe. Unser guter Redakteur sagt, Beziehungen verkümmern. Da bin ich dagegen und sag Kriegsrecht. Zack. Er ist damit wieder absolut nicht einverstanden. Aber ich. Zack. Zeitung gefälscht. Eine Kirche kriegen die guten Menschen.
Eine Polizei kriegen die guten Menschen. Dann schauen wir, sie brauchen Ponchos. Ponchos. Dann brauchen wir Alpaka-Farm. Gut, wir bauen Poncho, 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 Poncho. Wer von euch trägt ein Poncho? Ich finde die Ponchos, also ja, ich kenne Regenponchos, aber jetzt richtige Ponchos, ich weiß, dass meine Mutter gerne einträgt. Ein Poncho. Ihr absolutes Lieblingsstück. Und wenn ich mich recht entsinne, meine Frau hatte auch mal einen. Oder hat noch einen? Ich muss mal wieder nachgucken. So, jetzt müsste das... Jo, Futter für das Volk. Gebackene Bananen bekommen sie schon. Ponchos kriegen sie gleich. Dann können wir die auch aufwerten. Hier gibt es eine wunderschöne Mission von der lieben Isabel. Geld, Geld, Geld. Zerstören Sie ein Linienschiff. Ja. Mit meiner Fregatte, wenn das zurückschießt. Schlecht. Ziemlich schlecht. Da muss ich wohl... Wir gehen mal auf die alte Welt. Da haben wir noch zwei Aufgaben. Ja, das steht da schon. Weißt du, wie... Bestellt und nicht abgeholt. Was soll ich denn hier machen? Ja, klar. Nimm mit. Gib her. Zack. Was soll ich jetzt machen? Geleiten Sie... Das war das? Nee, die gute Frau war hier. Liefern Sie? Ja, mach ich. Und wo ist hier mein Sif? Da hinten erst. Aber wir hatten doch... Wo sind wir denn hier? Wir sind... Ich finde es nicht. Wir sind hier. Also dieser Auftrag ist eh gleich fertig. Wo hier ist schon wieder ein neuer. Willi will's wissen. Nähern Sie sich dem Schiff, um mit dem Geleitschutz zu beginnen. Ich geleite. So, 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 so. So, dann bauen wir das Depot noch ein wenig aus. Zack. So. Kartoffel, Schnaps geht runter. Jetzt gerade noch nicht. Ja, ich kann jetzt da nochmal was dran machen. Nein, werde ich nicht machen. Ich will hier weitermachen gerade. Ich weiß aber, wenn die keinen Schnaps mehr haben, dann fangen sie an zu motzen. Mit gutem Recht. So. Ja, du hast bald Ponchos. Die Stadt ist relativ gut belebt, wenn man sich hier den Markt anguckt. Können wir mal näher rangehen. Lama? Ich glaube, das ist ein Lama. Hühnchen laufen noch rum. Siehst du, jetzt müssen wir eben schnell mal in die eine Route wollten wir nicht. Einmal verklickt. In die gute Welt. Ja. Den sollst du einmal verfolgen, beschützen. Den sollst du verfolgen, beschützen. Die Piraten haben neue Schiffe, ne? Könnten auch wieder auf Jagd gehen. Nehmen wir uns die Zeit? Ja, wir nehmen uns die Zeit. Ich habe sogar noch mein Anfangsschiff. So, wir wollen dich zerstören. Mein Kleiner quiekt schon. Der freut sich schon. Obwohl ich ihn hoffentlich gewaltfrei erziehe.
Hier gibt's schon Kaboom. Ja. Wie war das? Du greifst mich an, dann greife ich dich an. Und ich habe die größeren Kanonen. So. Das erste Schiff ist auf Kurs. Dann müssten wir auch gleich die Pi. Ja, haut schon ab. Haben Angst. Wir haben Schiss. Der wieder Angst um seine Schiffe. Beim letzten Mal hatten wir ja alle versenkt. Okay. So, die Folge hat aber auch schon wieder Überlänge. Von daher würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt hier einen Cut. Ich drücke eben auf Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, dass ihr mein Gesappel, Gerede wieder so schön ertragen habt und über euch ergehen lasst. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und mir einen Daumen oder vielleicht sogar ein Abo dalasst. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Denn jeder Daumen zählt. Denn wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und ich sag mal bis zum nächsten Mal, oder? Wenn ihr irgendwelche Bedenken habt, Vorschläge, schreibt's in die Kommentare. Bis morgen. Tschüss.